Ja, kommt nochmal ein harter Winter oder nicht? Deutschland liegt ja eher so im Augenblick dazwischen. In Westeuropa ist es eher kalt, in Osteuropa eher warm. Bei uns so ein bisschen die Mitte. Aber der Polarwirbel ist dieses Jahr äußerst instabil. Und Mitte Januar wird der Polarwirbel auch nicht mehr kreisrund sein, so wie er sein sollte, sondern wir sehen hier zwei Wirbel. Das heißt, es gibt einen sogenannten Polarwirbel-Split. Er teilt sich auf in zwei Wirbel. Und immer wenn das passiert, dann erwarten wir ein paar Wochen danach einen harten Wintereinbruch auf der Nordhalbkugel. Das muss nicht sein, dass es Deutschland und Europa trifft. Es kann aber sehr wohl sein und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, die wächst letztendlich schon von Tag zu Tag. So, und dass noch ordentlich was drin ist, also dass noch kalt werden kann, das sehen wir hier, denn über der Arktis liegt noch eine Menge Kaltluft, die uns eventuell erreichen könnte. Gut, also es könnte sein, dass es einen späten Wintereinbruch gibt, aber auch ganz abgesehen davon haben wir insbesondere in Westeuropa jetzt schon einen relativ harten Winter. Also das sieht man besonders daran, dass diese Woche ein Tief von den Azoren Richtung Spanien zieht, trifft hier auf Kaltluft und dann gibt es auf einmal 20 bis 50 cm Neuschnee in Spanien. Und auch in Madrid wird es kräftig schneien und später dann auch noch hier in Dalmatien am Gebirge gibt es auch noch richtig viel Schnee. So, also Süd- und Westeuropa kriegen ganz schön was ab. Und was passiert noch? Wenn wir jetzt mal nach Island gucken, dann sehen wir auch was Bemerkenswertes, was man nicht so oft sieht. Das hier, das sind Winde von bis zu 220 km/h. Das sieht man sonst eigentlich nur bei Hurricanes. Also hier entwickelt sich ein Orkan, ein richtiger Schneesturm im hohen Norden natürlich, also nicht bei uns, aber trotzdem ist es bemerkenswert, dass so hohe Windgeschwindigkeiten erreicht werden. Und da möchte man nicht drin sein in diesen Winden. Das ist wirklich äußerst unangenehm. Kalter Wind aus Grönland mit diesen wahnsinnigen Windgeschwindigkeiten. Also, was nehmen wir hier mit? Erstens, der Winter wird wahrscheinlich länger dauern, lange dauern dieses Jahr. Und es ist höchstwahrscheinlich, dass es im Februar oder im März nochmal einen kalten Wintereinbruch gibt. Da sollten wir uns schon mal darauf einstellen. Das werden wir aber auch weiter beobachten und natürlich jeden darüber auf dem Laufenden halten. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf wetter.com.